Okay, ich zeige Ihnen jetzt, wie wir mit diesem System enorm viel Lösemittel einsparen können. Dazu fülle ich zunächst mal das System auf, so wie wir das gewohnt sind. Da haben wir jetzt überhaupt keine Änderung am Prozess gegenüber vorher. Ich stelle dann hier mal die Pumpe auch wieder auf, die Waage auf Null, sodass wir hier dann auch sehen, wie viel Material in dem System drin ist. Ich starte jetzt die Pumpe und fülle das System auf mit Farbe. Ich habe hier 15 Meter Materialschlauch dran, nur so als Randbemerkung. Und wenn ich das ganze System gefüllt habe, dann habe ich jetzt so um die 900 Kubikzentimeter, also knapp einen Liter Material im System. Jetzt bin ich fertig zum Lackieren, kann also meine Werkstücke beschichten. Und dann kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo ich das ganze System wieder sauber machen muss, weil ich entweder Schichtende habe oder weil mein nächster Farbwechsel ansteht. So, und jetzt machen wir Folgendes. Und das ist wirklich das Neue. Wir drücken jetzt mit Hilfe von Druckluft zunächst einfach nur den Ansaugschlauch leer. Und mit dem Leerdrücken vom Ansaugschlauch können wir die Farbe, die dort drin ist, wieder zurückgewinnen in den Farbbehälter. Dann schalte ich eins weiter, weil jetzt spüle ich dann die Pumpe. Die darf mitlaufen, muss aber nicht mitlaufen. Und jetzt drücke ich wieder über Druckluft das komplette System leer. So, das dauert jetzt noch ein kleines bisschen, bis es alles leer ist. So, und von dem fast Liter Material haben wir jetzt noch, vielleicht 0,2 Liter haben wir jetzt noch im System drin. Irgendwo hier in den Materialschläuchen, im Ansaugschlauch oder in der Pumpe. Und bis jetzt habe ich aber keinen einzigen Kubikzentimeter Lösemittel verbraucht. Das kommt nämlich jetzt. Bis jetzt habe ich nur über Druckluft das komplette System geleert. Das Material habe ich zurückgewinnen können. Und jetzt fängt der eigentliche Spülprozess an. Und dazu gehe ich über so einen Abfall- oder Dampfbehälter. Und jetzt gehe ich in den nächsten Schritt und spüle jetzt mit Hilfe von Lösemittel und Druckluft den Ansaugschlauch leer und gehe dann im nächsten Schritt in das Spülen der Pumpe und der Pistole mit Hilfe von Druckluft und Lösemittel. So, und jetzt habe ich circa einen Liter durch das System gepumpt. Von dem einen Liter waren aber noch die 200 Kubikzentimeter Farbe drin. Das heißt, ich habe jetzt erst circa 0,8 Liter Lösemittel verbraucht. Und im abschließenden Schritt kann ich jetzt noch die Pumpe leer blasen. Das mache ich wieder mit Druckluft, indem ich hier das restliche Lösemittel vollends rausdrücke. So.
Und jetzt habe ich vielleicht noch keinen Lösemittel, noch keine Reinheit von Farbwechsel von Rot auf Weiß. Jetzt könnte ich das nochmal wiederholen, aber ich habe bis jetzt nur 1,2 Liter Lösemittel verbraucht. Also ich habe ein Dreiviertel Liter Farbe zurückgewonnen, ich habe nur 1,2 Liter Lösemittel verbraucht, dort wo ich normalerweise fast alle Farbe wegschmeißen muss und wo ich das mindestens 5- oder 6-fache an Lösemittel verbrauche, um so ein System zu reinigen. Und damit bin ich am Ende und vorbereitet für den nächsten Lackierprozess.